Der Name ist seit 10 Jahren geschützt. Vom Design ein klein bisschen Rolex Oysterquarz, ein klein wenig IWC Ingenieur. Und am Ende ist es die Wempe Iron Walker. Ich bin froh, sie euch heute zeigen zu können. Eine tolle Uhr zu einem tollen Preis. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die Wempe Iron Walker kommt in unterschiedlichen Modellen als Chrono, als Taucheruhr, als Dreizeigeruhr in Herren- und Damengröße, als Automatik und als Quarzversion. Ich habe die Automatikversion in 40 mm, also die Herrengröße, und freue mich sehr, sie euch heute zeigen zu können. Falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Unten habe ich da einen Link eingepackt, sowohl unter dem Video als auch in der Videobeschreibung. Ihr helft mir dabei, euch interessante Sachen zu zeigen und ihr verpasst keines meiner zukünftigen Videos mehr. Aber jetzt geht es direkt zur Uhr. Die Wempe Iron Walker soll sich an die Arbeiter an den amerikanischen Hochhäusern anlehnen, die dort ungesichert über das Stahlgerüst gelaufen sind, um die Hochhäuser zu bauen. Auf der Wempe-Seite kann man lesen, dass Wempe sich den Namen Iron Walker bereits vor 10 Jahren hat sichern lassen. So lange läuft also schon das Projekt oder doch zumindest die Idee, eine Uhr mit diesem Namen aufzulegen. Ich habe hier die Herrenversion als Automatikuhr mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Höhe von 9,75 mm mit einem flachen, nicht reflektierenden Saphirglas. Die Zeiger und die Indizes sind mit Super Luminova beschichtet und das Ziffernblatt, wie gesagt, ist ein blaues Sonnenschliffziffernblatt, welches in der Sonne herrlich funkelt. Ich werde da noch einige Fotos euch einblenden. Hier könnt ihr sie sehen. Die Automatikversion, die ich hier habe, wird angetrieben von einem ETA 2892A2, welches von Wempe modifiziert wurde, sodass es nun eine Gangreserve von 50 Stunden hat. Und die Uhr ist darüber hinaus Chronometer zertifiziert. Das ist auch einer der ganz, ganz wenigen Punkte, die ich kritisch anmerken muss. Ich habe die Uhr jetzt 5 Tage ununterbrochen am Arm gehabt und sie läuft sehr, sehr konstant, leider sehr konstant mit 4 Minuten im Minus, was ich für einen Chronometer nicht für einen überragenden Wert halte. Aber ich bin ganz sicher, dass Wempe hier problemlos nachjustieren wird. Der Horn-zu-Horn-Abstand bei dieser Uhr ist nicht so entscheidend, denn ihr könnt sehen, das Band knickt an den Hörnern nicht komplett ab, sodass hier mehr die Form des Handgelenks und die Gesamtbreite des Handgelenks in Verbindung mit dem Biegewinkel des Armbandes entscheidend ist. Das ist eine Uhr, die man ganz klassischerweise am Arm anprobieren muss. An meinem Arm mit 17 cm Handgelenk sieht die Uhr so aus. Ich finde, das passt sehr hervorragend und ich kann jetzt nach einer knappen Woche sagen, die Uhr trägt sich wahnsinnig angenehm. Ja, als ich die Uhr das erste Mal in Foren und Freunden gezeigt habe, bekam ich im Wesentlichen zwei Kommentare. Der eine war: Die sieht hier aus wie eine Rolex Oysterquarz, beziehungsweise, naja, da hat aber einer bei der IWC Ingenieur abgeguckt. Gut, beide Modelle kann ich hier erkennen und das liegt an dem Design, das ganz, ganz unverkennbar auf den sehr bekannten Designer Gerald Genta zurückgeht. Ich muss gestehen, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie er sich ausspricht. Ich habe mich jetzt hier an einer Mischung aus italienischer und französischer Aussprache versucht,
Wenn es komplett falsch war, lasst gerne einen Kommentar in den Kommentaren unten und sagt mir, wie man ihn richtig ausspricht, denn der Vater wird aber Italiener, die Mutter Schweizerin, aufgewachsen in der französischen Schweiz, insofern nicht ganz eindeutig, wenn man den Namen noch nie von einem berufenen Mund ausgesprochen gehört hat. Das markante Designelement ist klar hier die abgeschrägte Kante und das ansonsten sehr markante und kantige Gehäuse sowie auch die Bandintegration. Wirklich toll gemachte Uhr zu einem, wie ich euch später noch zeigen werde, sehr, sehr konkurrenzfähigen Preis für eine Uhr dieses Designs und dieser Qualität. Die Uhr kommt im Wesentlichen mit einem gebürsteten Gehäuse, sowohl hier auf der Flanke als auch auf den Flächen, die man von oben sieht. Der Topring ist poliert und die Faser am Gehäuse ist ebenfalls poliert und geht vom Gehäuse in das Band über. Sehr, sehr schön gemacht und sorgt dafür, dass Gehäuse und Band einen sehr, sehr integrierten, ein sehr, sehr integriertes Erscheinungsbild abgeben. Wirklich toll gemacht. Das Band ist von hinten verschraubt. Ein proprietärer Anstoß. Nach meinem Kenntnisstand hat Wempe hier noch keine Adapter in Planung, sodass ein Bandwechsel hier definitiv nicht einfach sein wird. Das Stahlband selber ist sehr, sehr aufwendig gemacht. Man kann es hier sehen, dass der Mittelteil des H-Elementes ein klein wenig abgesenkt ist, dass da eine kleine Stufe ist und das Mittelelement selber etwas erhöht ist und die seitlichen Kanten des Mittelelementes poliert sind. Ansonsten ist das Stahlband mattiert. Ich füge noch ein Foto hier ein, wo man diese Abstufungen noch besser drauf sehen kann. Sehr, sehr aufwendig gemacht das Stahlband. Sehr passgenau mit wenig Spiel. Wirklich gut gemacht und eine aufwendige Verarbeitung, die ich bei anderen Uhren in dieser Preisklasse so noch nicht gesehen habe. Die Armbänder sind mit Schrauben fixiert und wie ihr hier sehen könnt, gibt es kürzere und längere Glieder. Das Armband kommt mit 4 kurzen Gliedern und einigen längeren Gliedern, sodass es trotz fehlender Feinverstellung möglich ist, das Armband sehr genau an den Arm anzupassen. Die Schließe ist extrem flach, wenn sie zu ist. Ihr könnt es hier sehen, wirklich sehr flach. Das Einzige, was von außen auf die Schließe schließen lässt, ist der mit Wempe signierte Sicherungsbügel. Und die Schließe trägt wirklich nicht auf. Das wird dadurch erreicht, dass es keinen Drücker oder sonstigen Mechanismus gibt. Das heißt, das Armband muss wirklich mit Kraft aufgezogen werden, was am Anfang ein bisschen ungewöhnlich ist, aber durch den extrem hohen Tragekomfort am Arm mit der sehr, sehr niedrigen Schließe in meinen Augen mehr als kompensiert wird. Ihr könnt es hier sehen. Ganz, ganz flache Schließe, sehr, sehr angenehm zu tragen. Nun lassen wir uns die Uhr doch einmal im Makro ansehen. Eine sehr schön gearbeitete Uhr mit einer signierten Krone und einem gleichmäßigen
und deutlich erkennbaren Bürststrich auf dem Gehäuse. Die Phase, die sich am Gehäuse über das Band fortsetzt, sehr, sehr schön gemacht. Die Mittelglieder, die etwas hervorstehen, die großen H-geformten Glieder mit dem abgesenkten Mittelteil sowie den polierten Kanten der Mittelglieder. Ein sehr, sehr schön und aufwendig gemachtes Band. So, dann wollen wir uns die Uhr einmal bei Nacht ansehen. Zuerst mache ich das erste Videolicht aus. Dann mache ich das zweite Videolicht aus. Und wir sehen die Uhr als Nachtaufnahme. Sehr gut ablesbar und nach meiner Erfahrung auch noch mehrere Stunden in die Nacht hinein ablesbar. Allerdings nur bei einer relativen direkten Draufsicht. Wenn man die Uhr ein bisschen aus dem Blickfeld dreht, dann reicht die Leuchtmasse nicht ganz so weit. Zu der Wempe Iron Walker gibt es etliche Varianten. Die hier von mir gezeigte Automatikversion mit 40 mm Durchmesser gibt es ebenfalls mit weißem und schwarzem Ziffernblatt. Die gleichen Farbvarianten gibt es auch in der 36 mm Version für Damen, verfügbar als Automatikmodell, sowie auch als 40 mm Quarzversion. Die hier von mir gezeigte Version 40 mm Automatik kostet im August 2020 2315 Euro. Die 36 mm Damenversion kostet 2218 Euro und der ebenfalls Chronometer zertifizierte Quarzchronometer kostet 1730 Euro. Diese Uhr gibt es auch mit 42 mm als Chronograph. Sowohl mit blauem Ziffernblatt als auch mit schwarz-weißem Panda-Ziffernblatt sowie als Taucheruhr mit einer innenliegenden Taucherlünette und zwei Kronen auf 4 und 2 Uhr, beide verschraubt und durch einen mittleren Kronenschutz gesichert. Der Chronograph kostet 3582 Euro und die Tauchervariante ist erhältlich für 2.000 und 900 Euro. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich hoffe, euch hat die Iron Walker so gut gefallen wie mir. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Freut euch auf die nächsten Videos. Sie kommen bestimmt und ich habe noch einige interessante Uhren im Petto, die ich euch gerne zeigen möchte. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.